So, hier bin ich wieder, bei Paramount Pictures, jetzt angelangt. Irgendwas ist hier mal wieder schief gegangen. Die haben am Einruhrgang irgendwas gesagt, da ist jemand ausgefallen. Und ich sitze hier jetzt als Leitdouble, was das auch immer sein mag. Ich habe da ja nun keine Ahnung, aber so, nach Hollywood-Karriere klingt das noch nicht so wirklich. Andererseits, naja, ich lasse da die Dinge mal auf mich zukommen. Und sonst ist es so ganz nett hier. Die haben uns Cola hingestellt, sogar frisches Obst. Und meine zukünftige Personal Trainerin und dann meinen zukünftigen Finanzberater, wenn ich denn mal was verdient habe, die habe ich ja auch schon kennengelernt. Ich melde mich dann später wieder. Bis dann. So, ich stehe ja jetzt auf dem Gelände von Paramount und eben gab es Mittagessen. Das war ja ganz gut, auch mal mit Obst und Gemüse. Und eigentlich habe ich jetzt nur die ganze Zeit gewartet. Das ist ja wirklich ein guter Job. Habe ich ja weniger zu tun als damals bei den Warneckes. Doch, ich muss sagen, heute bin ich schon wieder versöhnt mit der Welt. Gestern ging es mir ja nicht so gut. Aber das ist doch eine gute Idee, das mit der Schauspielerei da auf jeden Fall. Und jetzt um 15 Uhr, da soll es dann weitergehen. Da sollen wir so Fragen raten. Ich sag dem wieder Bescheid, wie das geht. Jo, jetzt ist es ja 3:30 und bis jetzt warten wir immer noch. Ich muss sagen, das ist richtig gemütlich hier. Richtig gemütlich. Eigentlich so gemütlich wie beim alten Warnecke. Wenn das so bleibt, dann fühle ich mich hier doch wohl. Und ja, das mit dem Essen, das muss ich dann noch mal sehen, sonst werde ich eben, wie heißt das, Vegetarierin. Obst und Gemüse scheint es ja doch zu geben, die haben ja welches. Da würde ich am liebsten jeden Tag herkommen, das ist, doch, fühle ich mich wohl. Jetzt trinke ich erstmal einen Tee. Gibt's ja auch. Umsonst übrigens. So, ich bin das dann nochmal. Oh. Ja, das hat ja viel Spaß gemacht, aber anstrengend ist das schon gewesen. Na, und ich muss schon sagen, von dem Geld, was ich da verdient habe, das davon zu leben, das ist aber ganz schön schwer. Vor allen Dingen, das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt morgen wieder hingehe und da jetzt schon was hab, wie das jetzt weitergeht. Das konnte mir keiner sagen. Und die anderen, die da waren, die hatten ja alle noch einen anderen Job. Die haben das noch so zusätzlich gemacht. Das hat mich schon so ein bisschen nachdenklich gesteppt. Und mein Gesicht möchte ich jetzt heute nicht mehr zeigen. Ich sehe schon so ziemlich müde aus. Deswegen, ja, wünsche ich dann, je nachdem, was ihr gerade macht, so einen angenehmen Schlaf oder eine schöne Zeit, bis wir dann wieder voneinander hören. Jo, bis dann.